Der Simons Paul? Hau ab, Mensch! Der Mann ist im Landrat Katt. Und dem Sir Helmut ist am Weichselburg Fall. Gott sei Dank. Der Paul ist wieder da. Mutter, warte mal ein Momentchen. Ja, schon wieder am Fenster. Du wirst noch mit deinem Stuhl umfallen. Zappel doch nicht so. Wo er doch so aufpassen muss auf seine Gesundheit. Eduard, komm weg vom Fenster. Du holst dir noch den Tod auf deine Brust.
auch Motorrad. Ältere Sack Grumbeere hat es bezahlt. Wie die Katze auf dem Schleifstein sitzt da, der Wiegand auf seinem Motorrad. Und gestern ist er mehr beinahe über die Fies gefahren. Ach, ich übertreib doch nicht. Ja, das war, ist mir bald drüber gefahren. Komm, halt's Maul. Ja, bei der soll man ja immer ruhig sein. Paul? Haben dir die Franzosen in Frankreich so viel zu essen gegeben, dass du bei uns keinen Hunger mehr hast? Heißt so etwas. In London verlief der 1. Mai so gut wie unbemerkt. Ei Paul, dass du noch am Leben bist. Kaum zu glaube. Kaum zu glaube. Jede Anhäufung von Pferdedung oder Kuhmist in den von amerikanischen oder französischen Truppen besetzten Ortschaften muss vor dem 1. Mai 1919 weggeschafft werden. Der Dünger ist mindestens zweimal die Woche zu entfernen und muss auf die Felder geschafft werden, die wenigstens 1000 Meter außerhalb der Ortsgrenzen sein müssen. Die Hunden sind immer alle. Paul, seine Hände, die sind so weiß. Nee. Der Paul hat immer so schmale, weiße Hände gehabt. Wer ist denn da denn nimmer? Ich dachte, wenn man im Krieg war und wieder heimkommt, hat man andere Hände. Lass doch den Paul seine Hände. Nicht wahr, Paul? Ich hab jedenfalls immer gewusst, dass er wieder kommt. Und da sitzt er jetzt. Wie der Paul in Frankreich war und 7 Monate keine Post kam, da habe ich nachts unter meinem Fenster Seilschritte gehört. Und da habe ich gewusst, dass er noch am Leben ist. Haben die Spartakiste die Fahrgäste der Straßenbahn ausgeplündert. Gott sei Dank, dass man in Schabach keine Straßenbahn hat. Ich fahre in meinem ganzen Leben nicht in die Stadt. Ich weiß noch ganz genau, wie die Mobilmachung war. Wir waren im Feld und uns Korn gemäht. Und da hat die Glocke, zieht die Glocke läut. Und der Postwilli hat die Post ausgetragen. Plakat haben sie angenagelt. Wir sind noch durchs Dorf gerannt, weil man dachte, es wird brenne. Und da war es ausgebrochen, die Mobilmachung. Und die Toten stehen nicht wieder auf. Du hast gut Schwätze, Eduard. Der Junge hat's auf der Lung. Das weißt du doch ganz genau, Gott. Und schriftlich heutert von der Musterungskommission. Ich wäre gern Flieger geworden. Das eine hat's Geld und das andere ist hübsch. Aber so schwarz wie das ist, das könnt direkt vom Zigeuner sein. Ach, das kennst du nicht, Paul. Das ist das Apollonia aus Dickeschitt. Die ist hier in Stellung gegangen, wie dem Linkranz Helmut. Die Lumpesammler von der Schissbach, die sind noch Dickeschitt gezogen. Und da hat sie jemand angenommen. Und es ist doch ein Zigeunerkind. Marie, das kannst du doch nicht sagen. Das weiß doch keiner ganz genau. Und aber jetzt ist er oben beim Linnebett in Stellung. Aber da die wie ganz Maria mit so einer Freundschaft hat und da der anständig Legranz Helmut so was heiraten wollte, die hat den bestimmt verhext. Und jetzt liegt er schon 2 Jahre am Weichselburger und ist tot. In Wobbert haben wir Flieger gehabt, der Rudi Molz. Der hat noch 14 Feinde im letzten Kriegsjahr abgeschossen. Und jetzt liegt er am Boden und isst nicht mehr. Die Flieger, wenn die runterstürze, die leiden nicht. Eduard, red nicht. Die sind wie hypnotisiert, bevor sie in den Boden reinfahren. Die denken vielleicht an das schöne Stückchen Gras, das sie ruinieren. Aber an sich denken die nicht. Die Flieger sind die wahre Helden. Ich habe ihn doch gleich erkannt. Das ist ja das Jungs Paul. Paul, da du wieder da bist, wo doch mein Helmut in Russland geblieben ist, wer ist das schon? Paulinchen, die Gläser. In Russland haben sie wieder 4 Großfürste erschossen. 4 Stück auf einmal. Und vorher haben sie sich nackig ausziehen müssen. Was? Nackig? Wo? Den Glasisch Karl, den hat sie auch auf dem Gewissen. Die Apollonia, die Hex.
Nicht genug, da er sich die Hautkrankheit mitgebracht hat aus dem Krieg, von dem Giftgas. Jetzt verdreht's ihm auch noch den Kopf und hält ihn sich vom Leib. Ja, und da hat er Saufe angefangen. Marigot, sei doch still! Und Eduard zappel nicht so mit dem Stuhl rum. Aber es ist doch wahr, das hat auch bloßes Unglück von den Männern im Kopf, das Schwarzmensch. Das Apollonia will die Glase nicht, weil die den Ausschlag hat und nichts anderes. Den hat er vom Gelbkreuz in Flandern zurückbehalten. Hast du auch mal im Gas gestanden, Paul? Die Stadtleute waren gerade da, zu Fuß und mit der Rucksäcke wollte was zu essen haben, aber der Wiegand hat sie zum Teufel gejagt. Morgen immer etwas zu essen gehabt. Sag das dem Paul, Mutter. Die Franzosen wollen uns aushungern. Wir sind hier auf dem Land. Franzos, Franzos, jetzt gibt's was auf die Hose. So, von mir gesagt, und haben sie selber kriegt. Wie die Franzose uns besetzt hatte, da haben die ihr Pferde in die Kirche reingestellt. In die Kirche? Da haben wir in Flandern ganz andere Stückchen gemacht. Bei uns ist so ein Franzose auf den Hof gekommen, ist immer da rumgelaufen, hat nach der Hindel geguckt. Und dann hat er gerufen, los, los, un. Und dabei hat er sich mit dem Steckelschal die Stiefel gekloppt. Und dann kamen die Amerikaner. Die waren anständiger. Die haben die Mädchen nicht hinterhergepifft. Wenn die dicke Bertha in die feindliche Dörfer hingeschossen hat, das hat einen Krach gegeben. Mir musste jedes Mal die Zeltfleck tiefer in den Boden reinhauen, so hat alles gezittert. Das deutsche Heer war nicht geschlagen, aber seine Kräfte schwanden dahin. Mein Helmut hat keine Dörfer hingeschossen. Mein Helmut nicht. Und erst die Flieger mit ihrer Bombe. Wir hatten eine gute, gute Waffentechnik. Was hat der Junge mit seinem Auge gemacht? Das ist Korb Marescenzie. Ach der, den kenne ich ja noch, als er so klein war. Dem hat sein Bruder bei der Kommunionsfeier das Auge ausgestochen, mit der Gabel. Mit der Gabel? Mit der Gabel. Beim Essen? Beim Essen. Ja, beim Essen. Da haben zwei Männer in Raune den Apotheker Hartmann erschlagen. Was? Bei dem habe ich doch in der letzten Woche noch mehr Herztroppe geholt. Raubmord in Raunen. Da der Apotheker Hartmann fast sein ganzes Geld in Kriegsanleihe angelegt hat, kann die Beute nicht den Erwartungen, welche die Verbrecher gehegt haben, entsprechen. Ich habe noch in der letzten Woche in Raune die Zigeuner gesehen. Unter dringendem Tatverdacht wurden zwei Hausierer festgenommen. Ich hab's doch gewusst. Steht was drin, wie er gestorben ist. Einer der Verbrecher würgte dann weiter am Halse des Hartmann, während der zweite mit einem schweren Gegenstande dem auf dem Boden liegenden auf den Schädel einschlug und insbesondere durch Zertrümmerung der Schläfe den alsbaldigen Tod herbeiführte. Tag, Paul. Siehst du mal weiß gewandt? Die Schädel dick eingeschlagen. Schon weiß gewandt, wie ein Engelchen. Ich hab's im Voraus gewusst. Alle Soldaten kommen in den Himmel. Green weiß gewandt. Der Schlag hat sich bemerkbar gemacht. Und schon war die Sonne weg. Ein Raubmord im Hunsrück. So was hat's früher vor dem Krieg nicht gegeben. Ich kannte Schneelie sehen in Russland. So viel Schnee. Hat es um den Hund zurück, so lebt da noch nicht gegeben. Und dass ihm dein bisschen Geschwätz erspart geblieben ist, ist auch gut. Us Paul und der Helmut, das sind die besten Freunde gewesen. Jung, dein Lung. Mit so einem schwarzen Mensch kann man keine Freundschaft halten. Mein Helmut und das Apollonia hatte sich das heiraten versprochen, ehe er in den Krieg gezogen ist. Aber ein schön Mädchen ist es, das Apollonia. Hat sie dich auch schon verhext, alter Flappes? Ich sehe die Schlachtfelder ohne Lie. Ganz ruhig liegen sie da, als wollte sie sich ausruhen. In Käpprich konnte man die letzten drei Kriegsjahre den Kanonendonner von Frankreich hören. Und da sind wir auf die Straße gegangen
und haben uns der Griechen angehört. Paul! Ha, setz dich, Mui. Das Paul. Schön, dass man mal darüber angestochen hat. Der Paul schläft, weil alles in die Luft geflogen ist. Und das ganze Haus von Mikan war immer lieber voll Mist. Ja. Paul, dein Buchs ist ja zerrissen. Hat ihr schon gehört? Ei, da wird ein neuer Sportplatz gebaut. Oh, den Sportplatz wollen sie machen. Oh, ja, ja. Paul ist eingeschlafen. Habt der Mann doch. Siehste, Eduard, ich hab's. Truhe, drinne, draußen, drinne. Lo, do, hi, mehr, der, dat, wat. Eich, deich, meich, der Gott und der Pat. Im Himmel schwätzt so hunsriger Blatt. Die Flieger haben jetzt Sauerstoffzuleitungen, damit sie über 6000 Meter steigen können. Das ist doch schon ganz durchgescheuert. Ihr müsst das andersrum machen. Was ist das denn? Das ist meine neue Hochantenne. Damit will ich versuchen, bis nach Hilversum zu kommen. Hilversum? Das ist ein Neusender in Holland. Und kommst du jetzt bis dahin? Wohin? Na, nach Hilversum. Gib mal einen Bleistift. Elisabeth bringt 400 Zentner Kabeljau nach Wilhelmshaven. Ende. Da staunst du was? Das ist Seefunkverkehr. Morsezeichen sind das.
Das habe ich im Krieg gelernt, bei der Funker. Und das kommt alles über den Drache? Mensch, bei uns ist was los. Wir können in die ganze Welt reinhorchen. Noch lang nicht. Schon gerade an dich gedacht, Paul. Ich hau euch mit dem Stock auf den Kopf. Da hätte man auch bald drauf gestanden, Karl. Und jetzt gucken wir zu, wie unser Mädchen sich unter die Franzose lehnt. Ich habe dich mit der Polonia gesehen. So ein Radio, ich meine so ein richtiges, so ein großes, mit dem Trichter, wie man das auf den Bildern sieht. Ist das deier? Nun ja, ich kenne da in Leipzig eine Firma, die stelle die Teile her. Also, wenn man nicht selber zusammenbaut. Nur, wie ist da heutzutage mit dem Inflationsgeld? Da liefert ja keiner mehr. Paul, komm mal her. Wenn du das mit ein paar Dollars bezahlen kannst. Ich habe noch etwas in Reserve. Du brauchst ja keinem zu erzählen. Daheim habe ich einen Schaltplan und eine Bauanleitung für einen Zweikreiser. Mit zwei Röhren und mit Rückkopplung. Ach. Wenn ich das mal rauskriege, wie der das Auto bezahlen will, das er bestellt hat. Der hat auch genau wie mir auch sein ganz Geld in die Kriegsanleihe gesteckt. Gold gab ich für Eisen. Wenn er nur so viel Land hat wie der. So ein Geizkracher. Der dickste Bauer hier im Dorf. Und dann hat man seinem Hund keine Ersatz fressen. Und dann muss er noch dauernd was Neues haben. Erst das Motorrad und jetzt das Auto. Und seit meinem Großvater war es so, dass der Gemeinderat jede Woche bei uns in der Wirtschaft gedacht hat. In dem Sälge. Aber seit der Wiegandler, seit der Bürgermeister ist, da treffen die sich immer bei dem in der guten Stuh. Damit sie hier bei mir die Papierchen und den Rest ersparen können. Und in dem so eine gute Stub stimmt so schnell auch keiner gegen den. Verstehst du, was ich meine? Wenn der sich doch nur mal der Hals brechen hat auf seinem Motorrad. Der närrische Hund, der dreckig. Yeah.
Apollonia, ich habe gehört, bei der Zigeuner rasieren sich die Weibsleute untenrum. Stimmt das? Bei Grindfinger, Lorek. Willst du jetzt rasiert oder nicht? Klasisch. Lass die Finger von der Apollonia. Die will nichts von der. Hat sie jetzt ein Kind von einem Franzos oder hat sie keins? Klasisch. Das geht uns zwei nichts an. Wenn es aber wahr ist, dass das Kind draußen in deiner Jauchegrub liegt, wie die Leute sagen, dann geht's dich wohl etwas an. Klasisch. In meiner Jauchegrub ist nur Scheiße. Willst du den Nass jetzt auch drin stechen wie die anderen Leute? Nein. Was mischt denn das Stinkpitsche aus Moorbach noch? Bei dem Apollonia ist sein Kind, das soll doch da in der Jauchegrube liegen. Dann fangen Sie mal mit Ihrer Arbeit an. Komm, da gehen wir mal gucken. Das dicke Zeug muss weg. Ihr müsst das mit dem Eimer machen oder besser noch mit der Pumpe. Jetzt gehen Sie mal weg da, Herr Glasisch, und lassen Sie uns das machen. Kriegen Sie es zu fassen? Ah, da kenne ich mich aus, wenn ich es Ihnen sage, da ist was Hartes. Sie haben was gefunden. Dann hat der Glasisch doch recht gehabt. Ihr Kind ist das dort doch viel zu hart. Das ist Metall. Metall ist das da. Das könnte geschützt sein, vielleicht vom letzten Krieg. Sagen Sie mal, ist hier im letzten Krieg geschützt durchgefahren? Bleiben Sie doch hier, Herr Jakob. Bitte. Können Sie uns sagen, was da Hartes drin sein könnte? Ich wüsste nicht, was da Hartes drin sein könnte. Geht aber, komm mal her und hilf mal. Scheint ja was Größeres zu sein. Ich klapp bald dir Trommels, Mensch, so gleich ich jetzt in Gefahr. Jedenfalls hat das Ding dort drin gelegt. Herr Oberinspektor, ich erstatte Anzeige gegen Unbekannt. Wie ganz was auf, was du mit dem Finger hinzeigst? Nehmen Sie zu Protokoll, dass das mein Motorrad ist und dass das über ein Jahr lang beim Jakob in der Jauchegrub gelegen hat. Alles Verdächtigung und Beleidigungen. Aber laufe zieht sich einer. Und wie ganz etwa Zeit, dass du dich auch ziehst? Herr Oberinspektor, soll ich weitersuchen? Über ein Jahr habe ich den Spitzbub gesucht. Der Lumpenkrämer. Der Losheffer. Wiegand, ich habe noch 5.000 davon 1914.
Die, der ich Ihnen gebe für das Stingi-Sting. Von denen Lampe habe ich vor ein paar Tagen noch welche in meine Küche geworfen. Ich meine, Sie können es auch zum Alteisehändler nach Olsweiler bringen. Da kriegen Sie 200 Mark und eine Tasse Gerstekaffee dafür. Gib mir da Geld und mach damit, was du willst. Ich kaufe mir sowieso ein Auto, wenn die Zeit wieder besser werden. Jetzt lass uns das nochmal ausprobieren. Wenn mein Denkmalenthüllungspatent klappt, dann geht das wie ein Lauffeuer. Von Dorf zu Dorf. Und ich übernehme das dann. Bis hin am Moorbach. Also du bist jetzt in der Mitte. Du bist links. Ne, links bin ich. Du bist rechts. Stichwort ist, verneigen wir uns stumm vor ihnen. Wie am Schnürchen muss das funktionieren. Runterlasse, sonst sieht man ja schon alles. Jetzt kommt's nur noch auf uns an. Hoffentlich reißt das Seil nicht, gerade im feierlichsten Augenblick. Es wäre ja so traurig, dass man lachen müsste. Jetzt bleibt ernst. Dahinter kommt schon der Kindertor. Na, Eduard, klappt's denn? Ein Eduard-Patent klappt immer. Apollonia. Seit 3 Jahren geht das jetzt schon. Die schwätze und mache böse Sprüche nimmer her. Ich rackere mich hier zu tot und die gönnen mir noch nicht mal einen freundlichen Gruß. So kann man nicht leben, Maria. Mach da nichts draus. Sich um mich verteidigt hat, das war der Simons-Paul. Der Simons-Paul? Simon, in Kirchbech und in Soren. In Soren haben sie sogar ein Glockenspiel eingebaut im Denkmal. Und überall halten sie die gleiche Rede. Und weißt du, wer das meiste dran verdient? Das ist der Steinbruch unten an der Nau. Die liefern jetzt über 5000 Stück bis hin nach Trier und in die Eifel. Es sind ja auch genug gefallen. Meine lieben hier Versammelten, die hier Eingemeißelten, sie wussten, wofür sie kämpften. Sie trugen nicht den schweren Tornister des bösen Gewissens, wie ihre Feinde, die feige ein friedliebendes Volk überfielen. Nein, sie zogen gegen diesen Weltfeind
mit dem Sturmgepäck des leichten Gewissens. Endlich mal einer, der der Besatzungsmacht die Stirn zeigt. Ein korrig jeder Mann. Wir Deutsche, die wir noch Ideale haben, wir sollten für die Herbeiführung besserer Zeiten wirken. Wir sollten kämpfen für Recht und Treue und Sittlichkeit im Namen unserer Gefallenen. Gerade wegen des Versailler Fastnachtsfriedens, der unser Volk so spekulativ zur Schau stellt. Eines Tages wird Deutschland den Genius aus seinem Blute erwecken, der uns aus diesem Kerker der Erniedrigung holen wird, wie ein Heiland. Schon ahnen wir in der Ferne seine Lichtgestalt. Dann wird der Friede kommen. Ein Friede, wie er notwendig ist für eine starke Zukunft unseres Reiches. Und der den Gang der Weltgeschichte beeinflussen wird. Unsere Lieben sind nicht vergeblich gefallen. Verneigen Achtung, wir uns vor Ihnen stumm und schön musikalisch singen. Der Bäckermeister Böhnke aus Simmern. Der hat im Krieg 3 Buben verloren. Von mir aus wär ein Stück von mir. Du hast immer gerade das in der Hand, was ich brauche. Warum verqualmt denn das immer so blau? Das Lötfett verbrennt etwas blau. Ist das die Röhre? Lass die Finger davon, die sind empfindlich. Damit wirst du noch mal das ganze Haus anstecken. Also wer für den Bett jetzt? Es ist doch erst 7:30. Kein Widerred. Wenn der nicht immer das letzte Wort hat.
eingefangen. Wenn die Musik, die ich ewig gehört habe. Da war keine Musik. Ich hab's da gehört. Lauter Trommel und Trompete. Das ist völlig ausgeschlossen. Ich habe noch gar nicht alles ausgepackt. Ich habe mir immer so gewünscht, bald Musik von dir zu hören, Paul. Die Röhre sind noch nicht angeschlossen. Das habe ich da mitgebracht. Du musst die Schokolade ganz langsam im Mund zergehen lassen. Das mache ich immer, wenn ich abends im Bett liege. Dann nehme ich mir ein Stückchen in den Mund und behalte das so lange drin, bis es zergeht. Da kann man dann lang was davon haben. Und warum schenkst du sie mir? Du bist zu ruhig. Das gefällt mir. Ruhig? Ja, bist du schon. Solche wie du, die gefallen mir. Wie ich noch im Krieg war, da habe ich mir immer gedacht, wenn ich da mal rauskomme, dann mache ich was ganz Besonderes und hör nicht auf, bevor ich es gemacht habe. Aber das machst du doch. Meinst du? Ei, allemal. Du bist doch der Einzige, der so etwas kann. Meinst du wirklich? Wenn man der Einzige ist, da ist man auch der Erste. Halt mal. Ruhig. Nicht wackeln. Eines Tages, da baue ich mir ein Apparat für Kurzwelle. Damit kann ich mir dann die ganze Welt anhören. Ich brauche eine Anodenbatterie. Dann besorg dir eine. Apollonia. Ich habe mir eine Anode-Batterie gekauft. Für den Wiegandser Radio. Also, Apollonia, du als Mutter von dem Kind, das will mir nicht in den Kopf. Mir will das auch nicht in den Kopf, ich kann das gar nicht glauben. Aber ich hab's nur mal. Und so ein schönes Kind, so schöne, dunkle Augen.
Da hättest du erst mal dem Amantje sein aussehen sollen. Das ist der kleine Franzose, der Vater von dem Kind. Der hätte dir auch gefallen, Paul. Ich hatte nur mit dem tanzen wollen. Aber so weit weg von daheim, da konnte ich nicht näher sein. Das Schlimmste ist, was die Leute im Dorf erzählen. Kümmer dich nicht drum. Das ist nicht alles. Der Jakob, der Wirt, der gibt mir kein Geld mehr für meine Arbeit. Der sieht, ich kann froh sein, dass ich meine Stellung nicht verliere. Und ich mache meine Arbeit so gut wie früher. Überall rufen sie mir Franzosenhuhr hinterher. In der Kirche haben sie mir den Stuhl unten am Hinteren weggezogen. Ein Hex soll ich außerdem auch noch sehen, weil meine schwarze Haare. Und ich hätte im Leckranz Helmut sein Andenken in den Dreck gedreht. Siebzehn Jahre war ich alt, jetzt sind ich 20. Soll ich ewig davon büßen, dass es Krieg gewesen ist? Jetzt an sich hätte mein Kind in die Jauchegrube geschmissen, nur weil ich denen dem bösen Dorf nicht zeigen will. Apollonia, ich freue mich, dass du es mir gezeigt hast, dein Kind. Ach, Paul, die Leute sind nicht so wie du. Du bist sowieso anders wie die Leute im Dorf. Ich bin auch nicht anders. Doch, doch. Du mit deinem Radio baue. Jetzt bist du schon 3 Jahre zurück aus dem Krieg und du bist immer noch nicht daheim. Wo bist du eigentlich, Paul? Fährst du auch mit dem 3-Uhr-Zug? Geh weiter, Paul. Bis dann. Amantje! Paul, der Amantje will mich heiraten. Das wird so lange gedauert. Und du? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber der Mann hat noch nicht mit seiner Ältere geschwätzt. Der denkt sich, die stehen auf dem Kopf vor Freude, wenn die mich sehen. Aber das ist nicht so. Das ist nicht so. Wie schnell das geht, wenn ich so näher da sitze. Jetzt sind wir schon fast in Zimmern. Daheim sind sie alle unzufrieden mit mir. Der Vater will mich in der Schmied und auf dem Feld haben. Und dass ich so weitermache wie er. Ich könnte ewig so fahren mit der Paul. Und dann schwätzen sie vom Großvater und vom Urgroßvater und vom Ururgroßvater. Und dass er seit 400 Jahren sein Handwerk weiterführt. Und dann gucke ich mal Radio an und weiß nicht mehr, wer ich bin. Ich habe das Gefühl, ich weiß es aber. Wer ich bin? Du gehst auch nicht nach Schabach, so wie ich, Paul. Wenn man das nur wüsst. Das ist ein Besdorf. Wie all die Besedörfer da draus. Wenn die so vorbeifahren, immer schneller. Dann krieg ich wieder Luft, Paul. Paul, ich geh nicht mehr nach Schabach zurück. Ich steht gern immer bei dir sein. Paul, komm, wir fahren einfach weiter. Komm, wir steigen, Kehrbrich, einfach nicht aus und fahren weiter. Bis ans Ende von der Welt. Da verstehst du mich falsch, Paul. Ich meine, wir steigen jetzt wirklich nicht aus. Und wo? Wir suchen es was. Und die Batterie? Und meine Radioanlage? Und geh alleine, Schabach. Thank you.
Wir haben nichts angefasst von deiner Sache. Ist nur alles so, wie du das liegen gelassen hast. In Berlin, da haben sie einen Funkturm gebaut, mit einem Kaffee-Uhr drin. Und da bloß ist es raus, die Musik. Und ich lese. Wie ist da der Berliner Arren? Herr Paul, da würde ich doch ein Geschäft aufmachen. Und wir in der ganzen Gegend verkaufen, die Radios. Und da wird aber dein Vater, der wird gucken, was der für Geld im Kasten. Paul, guck mal, das schöne Leinen. Das hat all die Marienspunnen. Für die Ewigkeit. Hast du eigentlich auch ein Autobrill, so wie der Vater eine fürs Motorrad hat? Mein Vater fährt nicht mehr Motorrad. Da hinten, wo du sitzt, da sitzen bei den feinen Herrschaften nur die Hund. Oh! Oh! Oh. Hört doch auf, das kann man doch nicht mit ansehen, wie der junge Wiegand sich noch die Grundbiere picken muss. Da platzt er noch sein Stegrädelchen. In Flandern gefallen wäre, das hätte ich jetzt hier auf diesem Denkmal. Und die Leute würden den Hut vor mir ziehen. Hier,
Klatsch mal in die Hände, Wiegand. Nee, wo die Erdung ist. Hä? Am Spazierstock. Na ja. Auf dem feuchten Boden. Nee, nee, der Junge mit seiner Lunge. Also, ich weiß nicht. Da zieht sich was zusammen da hinten. So dunkle Wolke. Ich meine, das geht ein Gewitter. Glaube ich nicht. Das glaube ich auch. Ich habe heute Morgen an meine Kellertreppe geguckt und die war trocken. Und da gibt es kein Gewitter, wenn meine Kellertreppe trocken ist. Ja, ja. Hast du die Kellertreppe da wenigstens mitgebracht, dass man alle mal gucken kann? Hau immer mit deinem frischen Maul. An der Nahrunde, da hat neulich einer gesehen, wie so Gewitter ihm die Felder verwüst hat. Wer ist, was er da gemacht hat? Da hat er sein Gewehr genommen und ist vor die Tür gegangen. Und hat in den Himmel reingeschossen. Aber gerade wie er geschossen hat, da ist ihm der Blitz in sein Gewehr eingeschlagen. Das war richtig so, das hätte ich auch gemacht. Wenn ich der liebe Gott wäre, hätte ich mir nicht gefallen lassen, dass irgend so jemand kommt und mir in meine Himmel rennt schießt. Aber auf meine Kellertreppe, da kann ich mich drauf verlassen. Wenn die so ein bisschen feucht ist, dann geht's rein. Und wenn sie so warm anfühlt, dann kriegt man Gewehr. Und heute Morgen war es richtig kalt. Nur immer mit deiner Kellertreppe, wenn ich gerade meine, du wärst die Kellertreppe runtergefallen. Oh, du bist auch außerdem gibt es kein Gewitter. Es gibt kein Gewitter. Das ist der Drahtlos Hochamt aus dem Kölner Dom. Da hätte man heute Morgen gar nicht in die Kiste gehen brauchen. Die ganz Waldenau ist ähnlich hier. Eduard, das Voltmeter. Paul, die schöne Musik. Das kommt ja alles noch viel besser. Ich muss erst einmal die Antenne abstimmen. Paul, du stehst schon in der Zeitung. Hier steht, auch in den Hunsrück hat das Radio schon Einzug gehalten. Hier steht auch noch etwas anderes. Wer immer mit dem Gelde winkt, hat früher keins gehabt. Hast du schon gehört? In Siemere lassen sich die Mädchen aber ein Bubi-Cap schneiden. Jo, ist das aber wieder los, der Mord? Muss ja alle Mode mitmachen. Geht hey, ja nicht an. Ach, wie sieht denn das aus? Ja, da ist der Kerl schon wieder da. Also, jetzt gibt er nicht den Finger in das Gurkenglas. Benehmen wir mal den. Du, ich meine noch wer, der Wolle ist. Ich lieber einen Schnaps. Pauline! Willst du wohl aufhören damit? Womit denn? Hörst du nicht, Pauline? Pauline, dein Lung! Ich sag immer, was wir nötig haben heutzutage.
Da sind echt weibliche Frauen und echt männliche Männer. Innerlich und äußerlich. Was hast du dann, dass du keinen willst? Da hat der Glasig seinen Grindfinger drin gehabt. Nee, das esse ich nicht. Komm, Alvis, mach keine Sache und esse. So groß Anlach, diese Frau. Das hat der ganze Ding gemacht. Ja. Der hat was im Kopf. Ja. Der kann das. Das ist Fernempfang. Die Radlack aus Wien. Sie hören jetzt das erste drahtlose Auftreten des Kammersängers. Lass die Finger vom Draht. Meine verehrten Zuhörerinnen, Zuhörer, Schwarzhörer und geliebte Rückkoppler auf Welle 530. Ich singe heute zum ersten Mal Radio. Sie machen sich keine Vorstellung, wie aufgeregt ich bin. Der Gedanke, dass ich zur gleichen Zeit in Wien und in Frankfurt zu hören bin und man mich eventuell vernichtend kritisiert, macht mich erbeben. Mein Traum ist es, dass mir niemand etwas an den Kopf werfen kann und dass der trauliche Hörer wehren und sich ja, dass nicht mal eine missfallende Äußerung zu mir trinkt. Ich kann dafür für alle Fälle das wohlige Gefühl haben, dass ich fabelhaft gesungen habe. Außerdem kann ich mich auf falsche Luftströmung, miese Atmosphäre oder geplatzte Radiowellen hinausnehmen. Nun begrüße ich Sie alle noch einmal herzlich. Meine Kinder in München, Königsberg und Prag. Meine Freunde im Weltall und Australien. Ich werde Ihnen als erstes den Lindenbaum von Franz Schubert vorsingen. Hören Sie. So, jetzt bitte alle recht freundlich. 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 Ja, freundlich. 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 Sehen, wie mein Vater gekocht hat, wie der Glas ist, die Schnee für den geschmissen hat auf den Weg. Ich schon's gewusst. Das Tal und die Burgruine, das ist wie so eine große Schüssel. Da sammle sich die Ätherwelle richtig drin. Das fängt sie ein aus dem Weltall. Weißt du, Paul, manchmal, du bist jetzt 3 Jahre aus dem Weltkrieg zurück. Und du bist immer noch nicht da. Genau das hat die Apollonia auch zu mir gesagt. Du denkst noch oft an das Apollonia. Das zinn ich dir schon lang an, Paul. Na ja, das schwätzt jetzt schon Französisch. Geht in die Geschäfte und kann auch schon französische Witz machen in der Normandie. Sie hat eben nicht zu uns gehören wollen. Warum hast du einen Schmisch nie gefragt, wie der geht? Mir hat sie doch geschrieben, ich weiß das doch am allerbesten. Und sie hat geschrieben, das wäre gesegnetes Land, das Frankreich. Die hätte doch am besten von ganz Europa getroffen. Sie lässt sich übrigens grüßen. Ich sehe sie noch vor mir, wie sie durchs Dorf geht. Mit ihren schwarzen Haaren. Und immer so lustig und die schön weiß Zähne, wenn sie gelacht hat. Sie konnte eine so herzlich angucken. Wir haben oft über dich gesprochen, Paul, als sie noch da war. Du warst der Einzige im Dorf, den sie Gelde gelassen hat. Und wie sie das gequält haben. Schon als Kind in Dicke schied. Und nur weil keiner ihre Vater gekannt hat, haben sie das Zigeunerkind gerufen. Und alles haben sie ihr in die Schuhe geschoben, was im Dorf passiert ist. Dabei hat sie so gutes Herz gehabt. Und keinem hat sie zeigen wollen, wie sie weinen muss. Und ich hat sie geliebt, Paul.
wisst genau wie das Apollonia. Willst keinem zeigen, wie es dir ums Herz ist. Paul, du hast mir doch mal was versprochen. Was denn? Dass du was ganz Besonderes machst. Und dass du der Einzige und der Erste bist. Was machen wir nur? Maria, ich glaube, ich hab dich lieb. Willst du nicht mal Frau werden? Ja, Paul. Nickel, die Balle mal jetzt auf die Platt. Richtig hoch, alle. So? So, von denen haben wir noch was, wenn wir sie gestern. So, freundlich, freundlich. Hergucke, freundlich. Also Pauline, ich habe doch gesagt, lass dir Bubikopf schneiden, dann hast du Lord und den Kuddel her. Ach, Schorsch! Ach, Schorsch! Das ist meine Schwester Pauline. Von der ich dir erzählt habe. Gut, Erika! Und sie aber ein schönes Kleid an. Hast du das selbst genäht? Ach, Anni. Ach, Eduard. Guck mal. Schorsch, Jul, ich habe sie mitgebracht. Das sind die Bilder vom letzten Sonntag. Die habe ich entwickelt. Die Bilder sind gut geworden. Mensch, wunderbar. Gut getroffen. Letzte Freitag und Sonntag, da hätten wir sie hier im Zimmer sein. Da war was los. Der Julius und ich haben ganz schön auf den Putz geklappt. Mensch, Eduard, das hast du ja toll eingefangen. Julius, guck mal da hinten, in der zweiten Reihe vorne. Da stehen wir. Ey, das haben wir doch ein Kreuz noch in der Zeitung gelesen, gell, ist der Sie? Die französische Besatzung hat den Bürgermeister Meckel verhaftet und nach Paris gebracht, weil er sich nicht ausweisen lassen wollte. Und ich habe das fotografiert. Nicht direkt, aber so ein paar Stunden später war ich dabei. In dem Haus haben sie ihn verhaftet. Komm, 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 komm
komm wieder! Draußen hab stehen sehen. Da habe ich mir gleich gedacht, dass ich sie besser in die Lade reinhole wird. Weil über mir doch der Jud wohnt, der als Separatist verschrien ist. Den nennen sie die Blindschleich. Drin, halte so schön still. Drei oder vier Separatisten haben wir im Zimmer. Davon hat jeder mindestens fünf oder sechs Fensterscheiben. Man kann sich vorstellen, was da kaputt gegangen ist in den letzten drei Tagen. Halt, nicht wackeln. Das ist er. Glas! Was haben wir da hingestellt? Das sieht mir bös nach Blutvergiftung aus. Wir müssen aufpassen, dass der Strich nicht übers Handgelenk hinausgeht. Nee, lasse drin. So heiß, wie du es aushalten kannst, muss das sein. Sonst kriege mir die Bazille nicht raus. Pauline, neulich habe ich im Kalender gelesen, was die Bazille so im Blut mache. Da muss man aufpassen, dass die nicht ins Herz gehen und in den Kopf. Man kann sie nicht sehen, aber raus müssen sie aus der Hand. Halt still. Mist kann ich sie nicht schütten, da kommen sie aufs Feld und wieder zu uns zurück. Nee. Mutter, was machst du dann? Mutter, jetzt sag bloß, was hast du denn da? Wo kann man dann so etwas hinschütten? Da sind die Hase, da geht's auch nicht. So, die bring ich jetzt in das Haus. Jetzt bleib du mal stehen. Das sind die Bazille aus der Berlin ihrer Hand. Paul, wo bleibst du dann? Aus dem Weg! Bleib stehen! Geh weg! Geh mir aus dem Weg! Geh weg! Maria! Um Gottes Willen, Maria! Maria!
Paul, deine Frau, bring sie ins Bett. Die muss ich gleich hinlegen. Ich kenne das. Das gibt die Frühgeburt. Gerade im 8. Monat ist das gefährlich. Nee, Paul, nicht ich ins Haus. Da liegt das Pauline und ich hab die Bazille verschütt. Bring sie zu Wiegands. Schwätz nicht, Mutter. Hör auf. Ich weiß gar nicht, was ihr von mir wollt. Da tut's da weh. Nee, da unten tut's mir nicht weh. Da hinten am Kopf tut's mir weh. Wieso am Kopf? Das Pauline. Gibt's jetzt eine Frühgeburt? Gut, dass du wieder zurück bist, Mutter. Ich war die ganze Zeit im Haus. Nee, ich hab dich in der Schiefergruppe gesehen. Und der Wind hat ganz kalt aus der Höhle geblos. Und ich hab so gewartet auf dich. Und Ivema, da hat der Eduard im Wald gesessen und hat einen Klumpen Gold zwischen seine Hände gehalten. Der Eduard ist doch in Alzey im Gefängnis. So ein Klumpe Gold. Hast du oft, dass du so gut bist, gell? Da wird sich einer in die Luft verirrt haben. Ja, genug gedreht. Well, 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 well. Thank you very much. That was perfect. Ah, the motor, ganz voll. Eduard, dein Lung! Schön. Well, well done. Prost, Ralf. Ja, Prost. Prost. A votre santé. Schwätz Deutsch. Der kann doch kein Deutsch. Das ist quetschig. Ja. Das schwätzt doch Hochdeutsch. Nee, dass sie Ralf Windhäuser heiße und aus Amerika komme. Wir haben in Eyedal auch einen Windhäuser. Der heißt Rudolf mit Vornamen. Früher, wie mein Großvater noch gelebt hat, da sind die Leute nach Brasilien ausgewandert. Und die heiße haut Emilio, Francisco, Roberto und Macrinia. Wie Margarine. Und wenn sie nicht klären wolle, Katharina, dann gehen wir auf den Speicher und dann hielt sie mir den Brief von dem Leopold Simon aus Mato Grosso. Ey, Matthias, das ist doch brasilianisch. Das versteht doch der amerikanische Flieger nicht. Ja, ich verstehe alles. Alles verstehe. Ja. Und der Leopoldo, der ist doch noch verwandt mit Arno. Los, Cousin, muss ich doch von der sein. Also, wenn Sie noch mehr brauchen, mit den Dollars kriege ich mir in Bernkastel, was mir wolle. So, Herr Windhäuser, jetzt können Sie ja beruhigt schlafen gehen.
Also die Flieger sind die wahre Helden. Du hast recht. Guten Morgen, Mr. Paul. Gut geschlafen. Unser Paul, die ganze Nacht hat er oben auf dem Speicher gesessen und hat Radio gehört. Stell dir vor, Matthias, London hat er reingekriegt. Oh, Sie sind ein Radiot. Gucken Sie nur, wie schlecht er aussieht. Oh, das geht schnell vorbei. Kommen Sie mit, fliegen Sie eine Runde um das Dorf mit mir. Da weht Ihnen die frische Morgenluft um die Nase. Ich soll mitfliegen? Pass auf, also gestern ist er ja angekommen und da hat er gar keinen Sprit mehr gehabt. Das ging erst, also wir und meine Freunde, wir sind erst nach Bergkasten gefahren und haben dort Sprit eingekauft. Gar nicht einmal in Deutschland auf die Spitze gekommen. Und jetzt ist alles drin und der Motor sitzt, wie ihr seht, da oben. Und da unten zum Beispiel, da unten ist ein ganz besonderer Hebel, da kann er nämlich das ganze Benzin rauslassen, wenn er in irgendwelche Notsituationen kommen sollte. Zum Beispiel der Propeller hier, das ist ein ganz toller Propeller. Ein Gipsy Major fliegen Sie auf den Ettewelle. Schauen Sie sich der Welt von oben an. Dann sind Sie mehr als ein König. Paul, ich habe Angst. Paul, das ist diese Milchkannerin gemacht. Paul, fliegst du jetzt mit? Ja, Eduard, ich darf mitfliegen. Mr. Windhäuser, ich würde auch gerne mitfliegen. Später, später. Kinder, weg. Weg. Propeller, Propeller. Ja. So rum, so rum. Ja. Thank you.
Farbe. Hört mal, Vater, Paul, ich muss euch was erzählen. Ich kann was erfahren. Komm, setz dich erst einmal. Es gibt Gold in Hunsrück und ich weiß wo. Komm, Eduard, du hast sie nicht mehr. Ist lieber was. Wir haben nicht umsonst solche Namen wie Dukadebach, Goldbach, Silbersee, wie sie alle heißen. Ich weiß es jedenfalls jetzt genau. Lowe, am Stumpfen Turm, da war ein Auto von zwei Ingenieuren vom Geologischen Institut in Bonn. Den habe ich geholfen, ihre Reife zu flicken. Die hatte Gesteinsprobe im Auto liegen. Da war ein Schächtelchen mit lauter so Brocken, mit Kupfer und Eisenerz. Und auf einem Schächtelchen, da stand drauf Gold, Monselfeld, 200 Milligramm pro 10 Tonne, 15. Juni 1927. Und andere Schächtelchen waren dort, wo sie Gold gefunden haben, in Stromberg und bei Kämpfe. Ganz Gegend ist voll Gold und keiner weiß es. Und dabei heißt der Goldbach schon 1000 Jahre Goldbach, weil nämlich Gold drin liegt. Vor ein paar Jahren, da habe ich so etwas in der Zeitung gelesen. Siehste, Paul, habe ich es nicht gesagt. Und da musst ausgerechnet du kommen. Dummer Keil! Ruhig, auf dabei, dem Auto stand hinten drauf Geologisches Schlau. Institut der Universität Bonn. Das ist ein amtlicher Beweis. Eduard, und es ebbes. Paul, wir machen Fehler, wenn wir da nicht hingehen nach Monselfeld. Ich gehe da nicht mit hin. Ich blamier mich doch nicht vor der ganzen Gegend. Dickbutterschmier, das ist Gold für dein Lung. Paul, mir mache Fehler, wenn wir da nicht hingehen nach Monselfeld. Jetzt ess, sonst geht's dir wie damals in Alzey im Gefängnis und du spuckst Blut. Nee, was wir uns damals für Sorge gemacht haben. Die ganze Gegend ist voll Gold und keiner weiß es. Jetzt ist besser, du gingst jetzt wieder auf deinen Beobachtungspunkt. Es darf sich nämlich nicht rumsprechen, dass man hier Gold finden kann. Wenn sich das rumsprechen täte, sind im Sternenbau hier ganze Stadt um. Da glitzert doch noch drin. Ja, was hast du dann erwartet? Das glitzert wie bei den Ingenieuren in der Schächtelche. Verschluss. Und wie klein die ist. Ich kauf mir für mein Gold. Bist du wohl still, Glockzi? Ich kauf mir für mein Geld 6 Paar Schuhe. Schweinsleder, Rindsleder, Kalbsleder, gelbe und schwarze. Ey, komm noch mal rüber! Hier gibt's einen Bisamwammen-Zickelmantel. Nee. Oder hier, ein Pechanik-Murmelmantel. Für 475 Mark. Das ist das teuerste, was überhaupt angeboten wird. So etwas. Oder was haltet ihr von Maulwurf-Kanin?
Das muss ein Kreuz aus dem Maulwurf von Kaninchen sein, ne? Weil es nicht alles gibt. Damit kriegst du jede Frau rum. Meine Schwester Pauline. Eduard, was macht ihr denn alle hier? Psst, nicht so laut. Ist der Robert daheim? Nee, der kommt jetzt heute Abend wieder. Der ist nach Koblenz gefahren. Was hat er dann? Das können mir die nicht sagen. Wir kommen später noch einmal. Da ist ja schwer was los da drin. Da gehen wir hin. Das ist doch nichts für uns. Ach was. Ha, der erste müde Tänzer. Mal gucken. Eduard, willst du da wirklich reingehen? Da können wir doch nicht so reingehen mit unseren dreckigen Kleidern. Ab heute können wir überall rein, egal wie mir aussehe. Klar, da gehen wir rein, da gehe ich auch mit. Also. Und dass der Frau dich sieht, davor brauchst du auch keine Angst zu haben. Hab ich auch nicht. Also ich gehe da nicht rein. So ungewaschen gehe ich da nicht rein. Auf geht's, Glockzi. Was wollt ihr denn? Zwei Eintrittskarte. So kommt ihr mal nicht, Leute. Ja, Eintrittskarte. Trotzdem, wenn das Fünfer holt, so kommt ihr nicht, Leute. Stehen bleiben. Wir gucken noch mal. Bitte stehen bleiben. Eintrittskarte. Nee, nee, und noch mal nee. Jetzt rauskommen, dann sind sie viel mehr wert. Und warum? Dann haben sie Perle in der Haar. Hey, Eduard, glaubt sie! Ich bin jetzt zu meinem Schwager. Der kann genau prüfen, ob wir 100% kann oder nur 18 Karat. Bist du deine Trauring versetzt oder bist du gar nicht verheiratet? Bei mir geht's noch lang nicht ans Kapital. 100%, ganz genau. Mensch, das ist ja wunderbar. Nee, 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 wir müssen da rüber. Komm, dann ist es wieder auf Länder. Hey, da fahre ich nur runter. Okay. Eduard, du bist so komisch halt. Was hast du denn? Psst. So. Was soll das denn sein? Wir haben noch mehr davon. Gold. Gold? Ja, Gold. Achtzehn Karat ist es nicht. Es wird schwarz. Vierzehn Karat ist es auch nicht. Es wird wieder schwarz. Probier es nur mit 8 Karat. Sieht zwar goldig aus. Es ist wahrscheinlich Kupferoxid. Upsen, du bist mein Augenschirm. Das könnte goldhaltig sein. Das kann man ja kaum sehen. Da wird einer mit dem Goldzahn auf den Stein gebissen.
Das Essen ist da. Sie zu, dass du der Frau Molz aus Wobberod die versenkbare Singer-Nähmaschine bringst. Und die Frau Wegmüller, die hat auch noch gerne 2 Dutzend Nadeln. Ja, ja, bin schon unterwegs. Muss noch zum Bahnhof nach Kerbrecht die Lieferung abholen. Aber stochen wir nicht zu viel in der Besch rum. Nur Gold, da ist noch niemand reingeschworen. Mach ich alles. Ich bin in Ordnung. Kommt mal alle her! Luhinne liegt eine Frau im Wald. Wo? Und ist tot. Wo? Luhinne! Luhinne liegt eine Frau im Wald und ist tot. Langsam, langsam, Paul. Was hast du gesehen? Luhinne liegt eine Frau im Wald und ist tot. Die ist nicht von hier. Ich habe sie nicht gesehen. Ich glaube, die ist gar nicht aus unserer Gegend. Die hat gar nichts an. Noch nicht einmal Ring. Was machen wir nur mit der? Die können wir nicht so liegen lassen. Ich weiß, weil die hat von dir Wunde gesehen. Die fassen mir nicht an. Am besten wäre mit der die Stallkette los im Dorf. Paul, geh. Die ist noch nicht lang tot. Sieht aus, als wenn sie noch leben wird. Scheinbar ist halt neu erst passiert. Und wir haben noch geschafft und erst gemerkt. Und die nur nicht herkommen sind. Das ist schon mal kein Deutsche. Könnte ein Jude sein. Das kennt mir nicht sein. Ist vielleicht ein Sittlichkeitsverbrecher. Oder ein Lustmord wie beim Hamann. Aber man sieht doch nichts. Vielleicht hat er krank und solche hingeschleppt. Dann wär's schon nicht nackig. Kommt, wir gehen mal gucken, ob wir ein Kleider nicht finden. So machen wir's. Ja, kommt, wir gehen. Und wenn wir sie finden, die packen wir nicht an. Oh, guck mal, im Wald. Eich, Eichschnitzel gefunden. Was holt dann die Leute? Was holt dann die Kinder? Ist doch kein Therapie, wo es etwas zu gucken gibt. Und ist doch nicht im Wald hier gelassen. Ja, bleib doch mal fort hier. Und ihr kommt raus. Zeig doch. Der Schuppe, der gehört doch dem Schwiegervater, dem Wiegand. Da können wir doch liegen lassen. Ja, könnten wir machen. Ich kann den Wiegand rufen. So ein kleines Loch habe ich gefunden. Da hinten, am Kopf. Das war keine Krankheit. Das war was ganz anderes. Kommt ihr hin. Einer muss hier bleiben. Am besten Paul macht auch das. Zu gehen und die Leiche in meine Schuppe zu legen, wenn ich selbst noch in Verdacht komme, zum Tunerkeim noch einmal! Tunerkeim, wir gehen da weg! Komm! Ja! Tunerkeim!
Das ist bei mein Schub, aber ich habe mit der Leiche nichts zu tun. Es war doch nicht meine Entscheidung gewesen, die Leiche vom Grund dort wegzulassen. Und wer sind Sie? Das ist mein Schwiegersohn. Der war mit den anderen Leuten im Wald bei der Fronarbeit und hat sie dort gefunden. Dann kommen Sie mal mit zum Wagen. Wir nehmen zu Protokoll. Und fertig? Jawohl. Heute am 26. Mai 1928 gegen 13 Uhr. Ich kann heute Mittag. Also mich brauchen Sie jetzt nicht mehr. Ich reite jetzt heim. Mir ist es kalt. Nun dann mal weiter. Sie machen da unten weiter, wie geht's her? Jawohl. Wo waren Sie am 26. Mai gegen Mittag? Was hat das mit der Leiche zu tun? Überhaupt nicht. Gute Frau, ich habe nicht Sie gefragt, ich habe Ihren Sohn gefragt. Also nochmal von vorne, wo waren Sie an dem besagten Tag? Da kann Sie sehen, ich sitze hier in der Polizei. Eins soll Sie haben wir noch im Ort, der für die Sachen fragen kann. Da gehen Sie nicht hin. Wen meinen Sie? Ich sage nichts, das müssen Sie selbst rausfinden. Dann müssen Sie erstmal die Leiche hier kontrollieren und da werden Sie schon kriegen. Wir haben hier in Schabach vor 6 Tagen Reichstag gewählt. Von unseren 120 Wahlberechtigten haben 74 das Zentrum gewählt, 26 haben die Nationalpartei gewählt und 6 Liberale. Und trotzdem haben sie den Linksausstieg verhindern können. Und da haben wir noch 2 einsame Sozis. Und einer von den 2, seit einer Woche in Simmern im Krankenhaus liegt, kommt nur der in Frage, den er meint. Können Sie mir folgen? Rufen Sie gefälligst Ihre Hunde zurück! Wenn Sie Ihren zurückrufen, rufe ich auch meine zurück. Holen Sie die Hunde zurück. Die lassen sich nicht zurücknehmen. Die sprechen auf die Hunde des Gegners an. Meine Hunde sind einfache Ziehhunde. Und die sind auf andere Gerichte gewesen. Wo haben Sie dann Ihr Hund untergebracht? Die riechen ja. Und das riechen mein Hund, dass die riechen. Unsere Hunde riechen nicht. Das weise ich schärfstens zurück. Merken Sie sich das. Und trotzdem riechen sie. Das riecht man doch, dass sie riechen. Jemand im Haus. Ich geh mal gucken. Schon seit Tagen schon das Gefühl, dass nachts einer im Haus ist. Mach den Ernst nicht wach. Schlaf weiter. Tatsächlich bis bis auf die Speicher hoch. Und klar habe ich ihn noch gesehen. Die Knippel noch umgeworfen und weg war er. Und hier hat er seine Stempel in der Lust. So sieht der Kot von einem Marder aus. Mir stelle morgen einen Fall auf. Die mache ich in der Schmied. Ich gehe mir nur noch die Fieber ruhig.
hat's da die Hühner gerissen. Was sowas. Hat die tot gebissen. Helft mir mal, Vater. Die drei schönsten Leerkornhühner hat uns gerissen. Der Marder, der Lumpes. Aber so, kriege mal ihn. So ein Schand. Essen können wir die nicht mehr. Und die Federn können wir auch nicht gebrauchen. Und gerade die allerschönsten drei weißen Leghornhühner. Antonsche, komm mal her. Paul, was hast du dann? Was soll ich ran? Wo willst du denn hin? Ich geh ein Bier trinke. Ach so. Auf der Deckel. Danke. Nächste Woche ist er repariert. Paul, wo willst du denn hin? Paul, das Boy war die Barry gut. Beim Wiegand Kaffee trinke und da hat sich die Butter aber so dick aufs Brot gesperrt und der Wiegand sei Augen sind immer gräser war. Aber das Marigott ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und sagt auch noch, ach, was habt ihr ein fein Käse schwer? Da ist der Wiegand aber bes war und da sagt er, Käse mehr hin, Käse mehr her, da ist dir hier die Butter. Thank you.
habt ihr nicht gesehen. Aber Maria, da haben wir doch schon so oft drüber gesprochen, wir haben ihn wirklich nicht gesehen. Da mussten doch gesehen haben. Der wollte nur Bier trinken gehen, da müsste er doch bei dir vorbeigekommen sein. Und wenn ich ihn gesehen hätte, dann weiß ich doch nicht, wohin er geht. Ja, ich nicht gesehen, wir oder nicht? Ehrlich, bestimmt ich schon nicht gesehen. Der Messespott hat gesagt, er ist über euer Wies gegangen. Komm, Maria, komm, komm. Setz dich doch hier hin. Die Finnen bestimmt, die Polizei suchten überall. Die Finnen, komm, setz dich. Maria, die Finnen bestimmt. Der Paul hat keine Feinde gehabt. Niemand denkt das bei uns im Ort. Niemand hat ihm was Böses gewollt. Nee, Feinde hat der keine gehabt. So ein herzensguter Mensch. Keinem hat er was Böses getan. Das gibt es nicht, das gibt es nicht. Passt mal auf. Auf einmal geht die Tür auf und der Paul ist wieder da. Hört mal all her. Schon gehört, da ist so eine Ausstellung in Mannheim. Von so Kurzwellefunk und Zubehör fürs Radio und lauter so Sachen. Komm her, Maria. Setz dich mal. Meinst du da nicht, da könnte Pauline Gefahr sein? Das wäre doch möglich, oder? Nee, Marigold. Das kann nicht sein. Ja, warum denn nicht?